War es nicht teuer oder nicht günstig gewesen, war wirklich fast 1 zu 1 wie in Deutschland. Ich habe gehört, Tekken steht auf der Liste. Ja. Geil. Das freut mich. Das macht mich glücklich. Wie ein Flitzebogen. Und das geht's, Bro? Geil, mir geht's gut. Und das Geile ist, im Alter gibt's auch so... mir geht's gut, Bro. Deine Klappe, in Malta gibt es auch so viel gesunde Sachen, so, wisst ihr, was ich meine? Also da gibt es nicht so, es gibt natürlich auch ungesunde Sachen, aber man kann sich auch überall was Gesundes holen, das ist auch geil, ne? Was sagst du dazu? Das ist auf jeden Fall cool, dass man gesunde Sachen sich holen kann. Weil, es wie der Fettsack, der braucht auf jeden Fall ein bisschen gesunde Sachen. Die Leute haben gestern unter dem Video geschrieben, boah, SU voll stabil geworden. SU ist ja fett geworden. Übelst die Maschine geworden. SU, die Maschine, haben sie geschrieben. Gruß an die Leute, aber ich bin fett geworden. Spaß. SU, die Maschine. Maschine. Aber diese Real-Life-Videos machen schon Bock, Leute, oder? Seid mal ehrlich. Seid mal ganz ehrlich. Schreibt mal rein, was können wir noch so machen? Also jetzt nicht so Food-mäßiges, sondern irgendwas, was man so im Ausland machen kann. Sag ich nicht, Alter. Nicht du! Nein, ich sag dir nicht. Ich will auch nicht, dass die Leute das dir sagen. Ich will auch nicht, dass wir verlieren. Gegner von mir? SU down. Nee, ich will nicht diesen Team spielen. Boah, ich hab so low gemacht, Bro. Du glaubst es einfach. Ja. Bro, ich hab ihn angeschossen, er hätte immer noch Blue Life gehabt. Nee, das waren zwei, Bro. Einen Sieg in der Villa hat Essie schon hochgeladen, aber das können wir eh nochmal machen. Das will ich auch nochmal machen. Komm mal her, Essie. Ja, nein. Nee, du hast schon cool, das ist gut. Break, warte. Sue is back in the hood. Grillstreams, das könnte man echt schon machen. Grillstream. Ja, das können wir echt mal. Wenn ich da bin, ich bin jetzt bald wieder ein bisschen länger da. Nein, der ist so laut. Dann lass mal dann wirklich Sonntag so einen Kochstream machen wieder. Oder einen Grillstream. Wir können ja auch grillen. Ich grille ja auch vormittags. Ey, McLaren, Kuss. Problem ist, wir haben keinen Grill. Ey, hier ist. Hä, den kaufen wir einen. Wir sind reich, Kapi. Wir sind reich. Dann kaufen wir uns einfach einen Grill, Junge. Leute, als Stani diese 3 Tage hier war oder 4 Tage, ich habe 500 Euro oder so einfach ausgegeben insgesamt. Das ging so schnell, ne? Einfach alles weg. Was will ich dafür, wenn du so viel Geld ausgibst? Bro, einfach alles da weg, Digga. Ja, ich gebe mir die Schuld, dass er so viel Geld ausgibt. Okay. Nein, ich sag doch nur, war doch trotzdem Spaß. Hat doch Spaß. Ja, warum hast du denn so viel Geld auch ausgegeben? Ah, das wie viel wir wieder gekauft haben. Ja gut, wir haben halt für Challenges viel eingekauft. Ja. Das war wirklich, die Challenges waren teuer gewesen. Das war. Ja, das war schon ein bisschen. Ey, McLaren dreht durch. Ich dreh auch durch. McLaren hat einen eigenen McLaren, der hat schon locker 100 Euro rausgehauen heute, ne? Krass, Digga. Hast du einen eigenen McLaren, McLaren King? Safe. McLaren ist der, der mit McLaren rumfährt. Hast den armen Gegner in Ruhe, okay? Wie kommst du überhaupt darauf, Bulma zu spielen? Geht's dir eigentlich gut? Bulma ist cool, Junge! Aber mit Kurzhaaren finde ich die so cool, sag ich ehrlich. Hier? Achso, das ist die. Ja, aber Bulma hat doch nicht die ganze Zeit kurze Haare gehabt, oder? Oder bin ich irre? Bin ich doof? Ich glaub nicht, in ne? In Dragon Ball Super schon, aber davor nicht, nee. Stimmt, davor nicht, ne? Aber ich hab Dragon Ball Super, ist auch nicht mehr so, dass ich jetzt Dragon Ball Super so krass geguckt habe. Ich hab normales Dragon Ball. Bro, ich sag dir Retalk, Dragon Ball Super hat erstmal. Dragon Ball Z. Ja, guck mal, Dragon Ball Super hat erstmal gebraucht, bis es so, ich sag mal, für mich spannend wurde. Das hat echt lange gedauert. Am Anfang dachte ich mir, okay, ist ein bisschen zu, ja. Nicht lächerlich, aber einfach so zu kitschig alles gehalten. Und danach wurde es ernst. Bei Dragon Ball hattest du noch dieses seriöse und ernste, aber bei Dragon Ball Super die ersten Folgen waren mir einfach so, ja, zu kinderfreundlich. Er schießt dann auf mich? Ja, ich bin rübergeflogen mit diesem Super Jump. Ja, ich hau jetzt mal ab. Pass auf, Stu, da sind böse Stream-Sniper.
Ich glaube, du hast recht. Moin. Diese Dinger sind schon cool, muss man sagen. Moin. Moin, moin. Moin. Servus. So, das war's. Ihr müsst am Ende zu uns kommen, Leute. Das ist zu irritieren sonst. Uns, ey. Am Ende der Runde. Chill, ne? Achso, du trinkst hier vor mir oder was? Herr Standard Skill, wir müssen Richtung Zone. Oh, ich bin schon in Richtung Zone. Möchten Sie kurz auf mich warten? Nö. Warum? Findest du eigentlich, dass ich gut geworden bin in Fortnite? Hä, du bist so gut. Du bist so gut wie mein Fußnagel, Junge. Was? Du beleidigst deinen eigenen Fußnagel? Oh ja, stimmt, das recht. Stimmt. Mein Fußnagel ist besseres. Sorry, Herr Fußnagel, sorry. Schade, Bro. Dass du einfach dich nicht selber schätzt. Leute, wie kann man denn seinen Fußnagel mit Essi vergleichen? Das ist echt eine Beleidigung, also. Das ist recht. Das würde ich euch nicht empfehlen. Würde ich euch auch nicht empfehlen. Sailor Moon. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Obwohl, ich sag dir ehrlich, und spür die Kraft. Ich glaube, ich weiß nicht, Sailor Moon, glaube ich, habe ich damals auch ein paar Folgen geguckt, weil die immer auf RTL 2 liefen. Und ich das einfach nebenbei daddeln lassen habe, um den nächsten Anime nicht zu verpassen. Ja, das war schon. Ich sagte, diese ganzen alten Animes waren alle geil. Ich habe auch sehr. Aber ich sagte, ich habe letztes Mal wieder Detektiv Conan geguckt. Habe ich ja gesagt, habe ich nicht gefühlt, leider, ne? Ich habe Detektiv Conan so, damals so gefühlt, ne? Fand ich so geil, aber. Das hast war, du eine Folge geguckt oder viele? Ich habe nur zwei, drei geguckt, hab da aufgehört. Ich habe es aber noch geiler in Erinnerung, so, weißt du? Deswegen, ja, weiß ich nicht. Aber damals. Damals fand man ja auch die Folgen noch gruselig, so jetzt ist ja so, wo man sich denkt so, weiß nicht. Bro, du machst dich lustig über deinen Fußnagel und hier schreibt einer, mir wurde der Fußnagel zweimal operiert. Der Arme. Der Arme. Du Armer. Also, ich hab noch meinen Helm dran. Ja, ich weiß, One Piece Film kommt bald raus. Aber ich werde bestimmt nicht ins Kino gehen. Also ich guck gerade. Lass mal Maita Kino auf Englisch gucken. 100 Mob Psycho gucke ich gerade. Der ist sehr, sehr nice Anime. Kann ich jedem empfehlen. Falls ihr noch einen geilen Anime braucht. 100 Mob Psycho. Sehr, wow. Sehr geil. Aber Black Clover ist auch sehr geil, muss ich sagen. Also macht ja auch nichts falsch. Es kommt auch ein Mario. Macht ja gar nichts falsch. Mario-Film, wo Peach gerettet werden muss. Du bist ein Peach, Alter. Beleidigst du mich noch einmal als Peach, Junge? Ich hab gesagt, wo Peach gerettet werden muss. Nicht, dass Alter. Du Peach bist. Ey, McLaren ist wirklich jetzt krank. Jetzt ist mir nochmal. Okay, Leute. Ich wieder 15. Digga, wenn weiß du mal nicht. So Donations kriegen würdest, dann würdest du durchdrehen. Aber ich bleib cool. Bei McLaren. Donated mit seinem McLaren. Geil. Er hat jetzt einfach seinen McLaren verkauft, um hier zu donaten. Schade. Das ist doch... Ehrenmann-Aktion von ihm. Bin so gespannt. Avatar habe ich nie gefühlt, leider. Also, ich muss ehrlich sagen, Avatar bin ich nie rangekommen. Guck mal, wer ist er denn? Ich wollte irgendwas erzählen. Ich hab's vergessen. Das ist ein Gegner? Das war ein Gegner, Bro. Das war einfach Darth Vader auf einem Wolf. Das war das. Ich dachte mir auch gerade, hey, was ist das denn? Was kommt da denn an? Ah, Digimon habe ich damals unnormal gefeiert. Aber ich weiß nicht, ob ich Digimon heute noch feiern würde. Aber früher mit den ganzen... Also ich check's... Hast du Digimon geguckt? Bro, Digimon war geil. Das aber wurde. Ich check nicht, das war immer so underrated irgendwie gewesen. Nein, Digimon war nie underrated. Also im Vergleich zu Pokémon doch. Ja, doch, im Vergleich zu Pokémon war Digimon ja überklein. Aber ich fand Digimon immer geiler als Pokémon. Ja, finde ich auch. Also Digimon Staffel 1, 2, 3 war top, Bro. 1 und 2 war ganz krank. Ey, das war so krank gewesen mit den Entwicklungen und so damals. Ich hab das so gefeiert, ne? Ja, Agumon, Agumon. Ja, ja, boah, ich hab wirklich... Aber dann wurde Digimon irgendwie so umso... Ich glaube, das wurde dann auch müllmäßig. Das haben die ja dann so weit, so viele Sachen dann rausgebracht, dass irgendwann scheiße wurde, als das Gefühl gab. Das war dann nicht mehr so... Dafür hab ich das nicht mal geguckt. Ja, das war dann nicht mehr so geil mit den Entwicklungen und so, ne? Ja.
Ja, irgendwas. Also guck mal, am Anfang war es so, dass die halt diese Digimon hatten und dann wurden die später selber immer zu Digimon. Das ja, stimmt. Das habe ich auch nicht mehr gefühlt. Stimmt. Das war ja, ja voll cringe gewesen. Oha, McLaren hat echt seinen McLaren verkauft. Was ist mit McLaren los? Bro. McLaren, Junge. McLaren. Boah, Babe. Danke, Bro. Okay, alles klar. Er gibt mir einen One-Shot. Ich kann nicht bauen. Warte. Nice. Komm runter. Bist du in Sicherheit, Inti? Ja. Hier, er gibt mir mal einen One-Trump. Ruhig doch, Bro. Ja, ich mach zwei für alle Fälle. Beyblade, ich sag euch ehrlich, ihr glaubt nicht, Beyblade war auch so ein kranker Hype gewesen bei uns in der Schule. Alle haben Beyblade gezockt, alle hatten Beyblade. Oh, ich hab das geliebt. Und die krassesten Beyblades, und dann hat man so mit Pfeilen und so sein Beyblade noch getuned und ja, Mann. Metall-Beyblades waren die krassesten gewesen. Dann gab's noch so China-Beyblades aus Bro, Plastik. Bro, genau das Ding ist, diese China-Dinger waren so übertrieben. Ja, stimmt, die waren OP sogar gewesen, ne? Ja, die waren richtig OP. Okay. Ich hatte diese Original-Dinger, ne? Die Original-Dinger waren so nur aus Mädchen Plastik, ne? Und so ein Billig-Produkt, also nicht billig, aber halt Fake-Version. Mit Metall dran und das hat mich immer Stimmt. Das. Ja. Das war krank, ja. Oh, Bro, da kommen zwei zu dir. Achso, das sind süß, aber, ne? Das sind doch unsere Homies. Hier, nimm mal diese Splashies. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Das Ding bei mir war so, ich habe halt diese Serie auch übelst gefeiert. Und ich dachte, wenn ich zum Beispiel mein Beyblade auf Sand oder so trainiere, dass es dann halt auf Sand wirklich besser wird. Wie das? Oder wenn ich zum Beispiel, wenn ich so mein Beyblade auf Wasser, halt so ein bisschen Wasser, dass es sich noch dreht, wenn ich das aufmache, dass er immer besser und besser wird. Und dass das so ein Wasser-Beyblade wird. Ja, ich weiß, eine 8 oder so. Zu geil, Junge. Bro, die campen hier wirklich wieder, was das Zeug hält, Bro. Oder ich weiß noch, Bro, wo ich. Man konnte ja diese Arena kaufen, ne? Man hat ja diese. Wo bist du da hinten? Bro, die campen hier, was das Zeug hält. Ich nehme ganz kurz. Warte, er braucht diesmal. Er ist down gegangen gerade, der wollte es dann zeigen. Ah, das war Renegade gewesen, I love Renegade. Stu macht das doch, Bro. Stu ist doch gut geworden. Nice, Loop down. Ey, McLaren Auto, ey, das. Gehört er zu uns? Man konnte diese Arena kaufen und ich weiß noch, wie ich so Kieselsteine in die Arena gemacht habe. So ein auf den Stein-Battle-Arena. Aber die Arena, die war mal so teuer gewesen. Die habe ich nie gerade nochmal andere. Alles war teuer, Digga, vor unserer damaligen Zeit. Also ich glaube, das meiste Geld habe ich aber für Pokémon-Karten ausgegeben. Und Yu-Gi-Oh!-Karten. Pokémon-Karten. Yu-Gi-Oh! Bei mir Yu-Gi-Oh! Bei mir ist safe Yu-Gi-Oh! Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Habe ich echt mehr aus. Pokémon-Karten auch, aber Yu-Gi-Oh! Bin ich. Und meine Lieblingskarte war meine dunkle Magier gewesen. Bro, ich hab die so gefeiert, die Karte. Guck mal, so eine Zeit erleben die ganzen Kinder leider nicht mehr. Nee, das gibt's gar nicht mehr. Bro, die erleben nur noch hier den ganzen Tag TikTok hier. TikTok, irgendwelche Tänze sehen die nur noch. Man ist rausgegangen, ungelogen. Jeder hat auf der Straße Yu-Gi-Oh! Gezockt. Ja. Egal auf dem Spielplatz, egal wo. Das war ein bisschen wie, sogar krasser als Pokémon Go war das. Ja, egal ob erwachsen oder nicht. Ich weiß noch, wie ich gegen Väter einfach als 10-Jähriger gezockt habe und die fertig gemacht habe. Ah, Ehre, Bro. Aua. Bro, ich werde in der Luft wieder weggelegt. Ja, die kämpfen auch, die kämpfen auch. Guck mal, diese DMR, was ist das für eine scheiß Waffe, Bro? Full Life gehabt. Komm bitte, Zwingschnapper. Naja, ist das. Bro, hey, ich treff dich! Oh, scheiße.